Aus dem Bauch des sinkenden Schiffes hat sie sich an Deck gerettet. Wird hochgezogen in den Helikopter. Geschafft. Gefährlich schief liegt die Fähre schon, als die ersten Rettungshubschrauber eintreffen. Einige Passagiere haben sich mit Schwimmwesten ins 12 Grad kalte Wasser gestürzt. Nach den anderen fanden nun die Sanitäter an Deck. Geräusche wie von einem Zusammenstoß habe man gehört, sagt ein Passagier. Dann habe man schon gespürt, dass sich das Schiff zur Seite neigt. Trotzdem kam mehrmals eine Durchsage, wir sollten uns ruhig verhalten und nicht fortgehen. Ich habe solche Angst um meine Mitschüler, die in ihren Zimmern geblieben sind. Wenig später ist die Fähre fast endgültig gesunken. Taucher sollen nun weitersuchen, aber tatsächlich könnte für viele das Schiff zur tödlichen Falle geworden sein. Für wie viele genau? Diese Frage beantworteten Regierungsvertreter zunächst höchst widersprüchlich. Offenbar werden mehr Menschen noch vermisst als anfangs angenommen. Man tue aber alles, um die Passagiere zu retten, die meisten davon Schüler auf Klassenfahrt. 18 Hubschrauber sind in der Luft, 34 Schiffe der Küstenwache und 25 der Marine sind mobilisiert. Auch Kräfte von Feuerwehr und Polizei beteiligen sich. Verzweiflung bei den Eltern der Schüler. Gestern Abend erst hatten sie ihre Kinder zur Fähre gebracht. Nun wollen sie selbst zum Unglücksort fahren. Als ich davon hörte, war es, als bliebe mir das Herz stehen. Die Notfallversorgung ist vorbildlich in Südkorea. Die Geretteten bekommen schnell Hilfe. Die Sorge hier gilt nun jenen, die noch immer vermisst sind.